Minispiele können wir uns vielleicht später noch Zeit für nehmen, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Strecken, würde ich vorschlagen. Wie geht's? So, hier sollte eigentlich Sallys Sonnenscheinstrecke sein. Mal weiter nach rechts gehen. Da, Sallys Sonnenscheinstrecke. Die können wir dann direkt auch mal fahren. Hey Rennfahrer, ich dachte wir zwei könnten... Ach du meine Güte, da ist er ja! Wie er leibt und lebt! Hallo Lightning! Erinnerst du dich an uns? Klar, wie könnte ich euch je ver... Doch, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Er erkennt uns wieder! Und? Willst du deine Freunde nicht vorstellen? Ja, also das hier ist... Ich bin Mia! Ich bin Tia! Wir sind seine größten Fans! Wow, das ist aber wirklich sehr nett. Wir hatten gehofft, dass Lightning mal mit uns fährt. Also, meine Damen, das halte ich für keine gute Idee. Moment, Moment, ich habe eine bessere Idee. Habt ihr Mädels Lust auf ein Freundschaftsrennen? 3 Runden. Wer gewinnt, darf mit Lightning ausfahren. Ah, klar, machen wir mit! Sally, das musst du nicht tun. Keine Sorge, ich brauche mein Training. Da mache ich auch mit, Süße. Kein Kaffeekränzchen ohne mich. So, also sind wir jetzt auf Sallys Sonnenscheinstrecke mit 2 Fans, Sally selbst und noch einer Person, wovon ich den Namen jetzt gerade nicht mehr weiß. Aber auch eine Einwohnerin von Radiator Springs. Oh, wir fahren sogar mit Sally, das heißt Lightning fährt gar nicht mit. Stimmt, sonst wäre die Story auch ein bisschen sinnlos gewesen. Also wie man sieht, ich weiß auch nicht mehr alles vom Spiel, aber doch noch einiges. Oh, wir müssen gewinnen, damit die Story weitergeht, soweit ich weiß. Damit wir auch dann mit Lightning ausfahren können, aber das holen wir, glaube ich, locker noch auf. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar genau die Strecke, die wir als erstes gefahren sind, nur rückwärts. Da trinkt wohl jemand was Hochprozentiges. Das ist, was ich gerade meinte mit den ganzen Kommentaren, wenn man jemanden überholt. Mir doch egal. Da ist er schon wieder. So, wir sind wieder der sichere Fahrer. Jetzt kommt hier eine Kurve und wir sind Erster. Wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert, sollte es auch klappen. So, jetzt sind wir wieder Zweiter. Aber sobald wir einmal etwas länger vorne sind, können wir unseren Vorsprung ausbauen. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Und es ist erst die erste Runde vorbei und wir sind ja sogar Erste. Also kann eigentlich nichts passieren. So, sogar 240 km/h schneller als Lightning. Ich finde auch mit Sally kann man gut fahren. Und ja, das ist genau die erste Strecke andersrum. Das gibt es öfter in dem Spiel. Einfach die Strecke andersrum. So. Man sieht die Gegner jetzt schon nicht mehr auf der Map und wir haben 3 Sekunden Vorsprung. Also alles im grünen Bereich. Wenn wir die Kurven ein bisschen enger nehmen, dann kommen wir auch locker dran vorbei ohne Drift. So, jetzt sind wir gleich schon in der dritten Runde. Jetzt letzte Runde. Ja, und dann dürfen wir mit Lightning ausfahren, obwohl wir dann wieder Lightning sind. So. 14 Sekunden Vorsprung jetzt. Ich weiß nicht, ob sie einen Unfall gebaut haben oder so, oder wir einfach nur gut fahren, aber 14 ist schon ein bisschen übertrieben, also für dieses Spiel nicht, aber allgemein, wenn jemand 14 Sekunden hinter ihm liegt, da hat er eigentlich keine Chance mehr, wenn wir keinen totalen Motorschaden bauen. Was soweit ich weiß in diesem Spiel gar nicht möglich ist. Also man kann eigentlich immer noch fahren, man hängt nur eben weiter zurück, wenn man Unfälle baut. So, und dann haben wir dieses Rennen so jetzt gleich auch schon wieder gewonnen. Das so. Ist ein klasse Rennen. Ja, das war ein gutes Rennen. So, Story fortsetzen und wir speichern wieder. Und, wie war's? Ein Kinderspiel. Wirklich? Groupies können echten Fahrern nicht das Wasser reichen.
Und was ist mit der Spazierfahrt? Du hast jetzt eine Verabredung. So, wir wurden gar nicht gefragt, ob wir uns verabreden wollen. Aber okay, jetzt sind wir schon bei Docs Power Slide. Dann würde ich mal vorschlagen, wir fahren einfach mal zu Docs Power Slide. Wir können ja mal gucken. Wir fahren hier mal hinterher. Au. Nein, natürlich nicht. Pass doch auf. Die fahren hier wahrscheinlich irgendwo in der Stadt rum. Und haben Langeweile und drehen ihre Runden. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken, wo wir hin müssen. Also das Event haben wir gefahren. Da ist noch eins ganz weit hinten erschienen. Aber, hey, soweit ich mich erinnern kann, war es hier hinten an so einem großen Berg da hinten da. Mit dieser Art Flügel oder so, die da nach oben scheint. Nach oben schaut, nach oben sich... Ja, wie auch immer. So, auf jeden Fall ist hier, glaube ich, die Lektion. Können ja mal durchfahren. So. So, Power Slide, weiter. Du bist spät dran, mein Sohn. Ich warte hier schon seit einer Stunde. Tut mir leid. Wir haben keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Ach, Doc, ich hab's noch voll drauf. Sagst du. Weißt du noch, wie man im Gelände zurechtkommt? Klar doch, sicher. Und diesmal lasse ich den Kaktus stehen, Oldtimer. Gut, das werden wir sehen, Junge. So, das ist also auch in Bezug zum Film, weil er ja im Film hier bei diesem Rennen total verkackt hat, sage ich jetzt einfach mal, und da voll ein Kaktus gerast ist. Und dann versuchen wir doch mal, den Power Slide hinzubekommen. So, erstmal ganz normal losfahren. Jetzt hier der Power Slide. Es ist also, wie gesagt, eine Art Driften. Die aber auch nicht besonders schwer zu erlernen ist. So, jetzt habe ich die Kurve. Ah, das ist natürlich perfekt. Jetzt habe ich die Kurve nicht eng genug genommen, weil ich zwischendurch aufgehört habe, den Power Slide zu benutzen, weil ich dachte, das geht auch so. Also man sieht, er ist doch ganz hilfreich bei Kurven. Und dann ziehen wir das dieses Mal mal richtig durch. Und natürlich habe ich es mal wieder nicht richtig durchgezogen. Ach, ist ja toll. Man denkt immer, man kommt doch so aus, aber dieses Mal halte ich mich dran. Ich halte den Power Slide, die Taste einfach gedrückt. Und guck mal, wie ich hier rumkomme. So, dann geht das Ganze nämlich auch. Das ist also doch kein Scheiß, den die hier erzählen. So, damit haben wir die Mission jetzt auch geschafft. Und wir können die Story fortsetzen. Und natürlich wieder speichern. Das lief gut. Aha, nicht übel. Aber der Ring hat nur zwei Kurven. Mal sehen, wie du mit diesen Nebenstraßen klarkommst. Nur wir beide. Was? Ich soll gegen den berühmten Hudson Hornet antreten? Nein. Du trittst gegen deinen Teamchef an. Auf geht's. So, dann ist jetzt also das erste Rennen gegen Doc. Oder war am Anfang schon mal dabei. Auf jeden Fall ist es jetzt ein Rennen, nur wir beide. Wir und Doc Hudson. Und ja, dann fahren wir doch mal los. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Hier geht's dann. Wow. Hier geht's also dann auch Offroad lang. Wobei wir gerade noch auf der Straße sind, aber ich weiß gar nicht, kommen wir noch so richtig von der Straße weg? Auf jeden Fall sind das keine befestigten Straßen mehr. Hier jetzt wieder, aber das sind nur Streckenabteile sozusagen. Und hier geht's jetzt rein, wo man sonst eigentlich gar nicht hin kann. Dieser Teil ist, soweit ich weiß, abgesperrt. Wow.
Was war denn das? Das war nicht so gut. Das müssen wir aber nochmal üben. So, hier können wir jetzt noch springen. Später lernen wir auch noch, wie wir noch höher springen. Da drücken wir ein paar Tasten. Oder ich glaube, einmal nach unten und einmal nach oben, soweit ich weiß sogar. Und dann springen wir. Und dann können wir da so richtig hoch aus den Rampen rausspringen. Wir lernen auch noch rückwärts zu fahren, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört. Mitten in der Fahrt drehen wir dann und müssen dann die Steuerung umstellen. Also nach links drücken, um nach rechts zu fahren und nach rechts drücken, um nach links zu fahren. Aber dann fahren wir rückwärts. Da gibt es eine Mission mit Hook. Ja, jetzt fliegen wir mal wieder voll aus der Strecke. Perfekt. Ja. Das ist dann im Multiplayer auch mal ganz witzig, wenn der Gegner gerade voll Speed verloren hat und man dann so rückwärts an ihm vorbeirasen kann. Da regen sich die anderen immer ganz besonders auf. So, jetzt langsam geht's wieder mit dem Power Slide. Die Steuerung ist ja auch nicht ganz so realistisch, deswegen muss man immer ein bisschen umdenken. Man kann die Kurven viel enger nehmen. So, und wie ihr seht, für jeden Power Slide bekomme ich auch Punkte. Also es lohnt sich schon an jeder Ecke, wo es möglich ist, einen Power Slide zu benutzen, wie zum Beispiel hier. Je länger, desto mehr Punkte bekommt man dann auch. Es hat gerade die Musik ausgesetzt mit einem Lied. Der nächste kommt. Auch gut. Wow, oh, der eine war zu lang. Aber wie gesagt, man kann hier keinen Schaden auf den Wagen bekommen. So, wir haben jetzt 28 Sekunden Vorsprung. Also keine wirkliche Herausforderung gerade. Auch wenn wir uns noch ein paar Fehler erlauben. Es wird aber im Laufe des Spiels hoffentlich noch besser werden. Wer ist cool? Ich bin cool. Ich habe mal ein paar sinnlose Kommentare von Lightning selbst. Ich bin schneller als schnell. Und dann haben wir das auch geschafft. Und wir setzen die Story fort und speichern wieder. Was macht der denn hier? Ja, gar nicht übel. Aber du ziehst zu weit raus. Du gibst zu früh Gas. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Der muss ja ganz schön nervös sein. Er spioniert die Teilnehmer aus. Und wie war ich? Okay? Nein, nur clever. Soll ich das auch so machen? In seine Stadt fahren und ihm heimlich beim Training zusehen? Wenn du so schnell wärst wie dein Mundwerk, hättest du den Pistencup schon gewonnen. Kümmer dich nicht um den. Du hast noch viel vor dir. Ihr werdet euch sicher bald treffen. Ja, und jetzt haben wir den Palm My Speedway freigeschaltet. Das ist eben die erste Pistencup-Strecke, soweit ich weiß. Hallo, mein Herr. Hallo. Und da fahren wir doch direkt mal hin. Dann können wir, dann können wir hier die erste Pistencup, das erste Pistencup-Rennen fahren. Für was Besonderes. So, mit dem Power Slide geht das Ganze auch schon viel einfacher hier. Hey, du siehst klasse aus, McQueensky. So, und jetzt können wir hier den Paul Miles Speedway fahren. So. Wir haben auch schon 21 von 15 Punkten, also wir hätten ihn, glaube ich, gerade schon fahren können. Oder ist er jetzt schon erst freigeschaltet worden? Aber naja, hätten wir ihn gerade freigeschaltet und nicht genug von diesen Punkten da, dann hätten wir eben noch ein paar andere Rennen fahren müssen. Aber den hier können wir jetzt schon mal starten. Hey Lightning, bist du bereit für das erste große Rennen der Saison? Klar, bereit und aufgetankt. Apropos aufgetankt. Wenn Flo mir noch mehr Sprit einfüllt, fliegt meine Anhängerkupplung weg. Auf geht's!